Tschüss. Danke fürs Kommen. Warum baut man so eine warum programmiert man so eine Location dahin? Ich weiß es nicht. Und warum setzt du unendlich viel spawnende Gegner davor? Und warum? Warum das alles? Alter, wie viele Alligatoren da rumschwimmen. Ja. Mindestens 3. Oh Gott. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie froh, wenn wir durch sind durchs Spiel. Ja. Einfach, weil ich gerne fertig wäre damit, aber auf der anderen Seite auch gerne. Ich will wenigstens, dass es ein vernünftiges Ende von der Story hier hat. Dass wenigstens das ein Payout ist, der sich lohnt. Ja, das ist ja eigentlich allgemein der Hauptwunsch. Weil im Moment habe ich das Gefühl, das wird es auch nicht sein. Ich fürchte so ein bisschen, dass das Ende des Spiels und die Story auflösen genauso eine Enttäuschung sein wird wie der Rest. Mhm. So. Wenigstens waren die Dinger hier nicht so weit auseinander. Weißt du, was ich übrigens auch nicht verstehe? Warum das Antreten Ausdauer kostet, aber du unmöglich gedrückt halten kannst oder irgendwas, um noch schneller zu fahren. Es verbraucht einfach Ausdauer und lädt sich schneller wieder auf, als es das verbraucht. Es macht einfach keinen Sinn. Zach, the holy Allah is filling up. Looks like we'll be able to take a warm, invigorating shower tonight. Patty, are you... No. Not really. Worried about your parents? Well, of course I am. My mom is sick, you know, and she got even worse starting about a year ago. She used to be so beautiful, but now she looks like a completely different person. She can't even get up out of her own bed no more. I'm sorry to hear that. I already hurt you once in the past, and now it looks like I've gone and done it again. No, I know Mama's illness ain't your fault, Agent York. It's both thanks to more about mm-hmm. Daddy. He... He what? Nothing. Just forget it. Hey! Y'all get down from there right now! Was klärt das mit deinem einen Arm hoch? Wirst bald? Wunderkommen. The heir to the Clarkson legacy has come for us, Zach. And he doesn't sound very composed. You rotten little snakes! This is private property, goddammit! I guess you really do want to throw down with the Clarkson, huh? Get out of here! Man kann's ja mal probieren. I could arrest you for drunk driving, but I simply haven't got the time. Das Auto ist doch schon weitergefahren. What do you say? Ever since you got here, my whole family. Meine Gänsefamilie? You're Satan. You came here to destroy the Clarksons. You destroyed them. Satan. Satan? Not quite, Daniel. I'm just an agent carrying out a mission in accordance with federal law. On the contrary, I came to put a stop to all these problems. You might even consider thanking me for it. Federal law. Mission accordance. Mm-hmm.
Did you hear that? Bastard wants me to thank him. I lost everything. My treasure. At least my old baby girl. I don't know. I don't know what I'm gonna do now. You reap what you sow. God damn it. Whether you like it or not, you're the new heir to the Clarkson legacy. You could rebuild their empire, or resign it to the ravages of time. Do whatever you like, but you'll no longer be able to borrow a certain someone's power and march around like you own this town. You need to accept that and prepare to survive. Die Mission war einfach nur dafür da, um ihn jetzt runterzuziehen, oder was? Zack, it's no use. The skeletal gentleman is a strict one, that's for sure. We're going to have to figure out what the giant lady's finger is if we want to continue on with this oracle. Lady's finger. Lady's finger. I'm at a loss, Zack. The only thing that comes to mind is a certain lady in glasses who displayed her middle finger to a truck driver. The student driver who was driving the car that Leslie Nielsen jumped into in order to chase down a criminal. 1988, directed by David Zucker, The Naked Gun. That car chase was terrific. It felt like we were watching one of our own car chases from the real world. That director must have gotten some advice from actual police officers. Otherwise, there's no way he would have been able to film such a realistic chase. Hey, Agent York, can I say something? If you're looking for ladies' fingers, you know that's another name for okra, right? Another name for okra? Yeah, okra's pretty common here in Louisiana, so most people know about its other name. Huh. Okra. My talented assistant strikes again. You solved the oracle instead of me. Let's hurry over to the okra farm at once, then, and find the biggest piece of okra while we're at it. Hey, Agent York. The key word is giant, so it must be rather large. I'll bet it looks positively grotesque, Zack. And just imagine the stickiness. Ooh, I think I'll refrain from taking a bite. Hey, Agent York! Our town doesn't have an okra farm. No? Okra farm? Relax, just follow me. I reckon I know where we're supposed to go. Nein, lauf nicht vor. Nein. Ich wollte auch schlafen gehen. Willst du nicht mitfahren? Müsste ich ein Taxi rufen? Wenn ich jetzt darüber laufe und speichere, meinst du, es geht? Nee. Klasse. Und sie ist genauso lahm wie der Hund. Robin. Das ist irgendwie auch so ein Teil von dem Spiel. Die bauen ein neues Feature ein und dann wird das so lange benutzt, dass du es nicht mehr sehen kannst. Und dann nicht mehr. Mhm. So, oh, wir haben jetzt das Feature, dass du Leuten und Tieren nachlaufen kannst. Und dann machst du das so lange, bis du es nicht mehr sehen kannst. Oh, wir haben das Feature, dass hier wilde Tiere rumlaufen, die musst du abschießen und Zeug sammeln. Das machst du jetzt so lange, bis du es nicht mehr sehen kannst. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist wirklich, aber das Spiel hier ist ein perfektes Beispiel, wenn du jemandem zeigen willst, wie man was falsch macht in einem Spiel. Mhm. Was man nicht machen sollte. Zeigst du mir dieses Spiel und sagst, alles. Absolut alles. Vielleicht wird es dafür gemacht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also für mich wirkt das immer noch wie so ein ironischer Gag. Das Spiel sollte eigentlich, keine Ahnung.
Für mich wirkt das so, als wollte Swery irgendwie allen eines auswischen. So wirkt das hier. Was ist denn jetzt? Hey, Agent York! Where are you going? Stay close to me, or I'm not gonna show you where your next... Willst du mich verarschen? Ja. Ich weiß nicht mal, wo sie es. Wo führt die uns jetzt bei sich nach Hause, weil sie da gerade noch einen Kühlschrank hat oder was? Oh Gott, nein. Oh, ich hab gerade so ein. Was ist, wenn sie uns jetzt an drei verschiedene Orte schickt? Da habe ich ja schon gedacht. Oh nein. Hab ich aufgehört zu denken. Das ist eine gute Idee. Was ist das? Ah ne. Das war die Brücke, glaube ich, das Symbol da, ne? Sag mal! Ich war nicht mal in ihrer Nähe. Was ist denn jetzt? Agent York? Was? Stay focused, Jake. Alter, ich bin näher dran, als ich gerade eben war. Willst du, was ist denn in diesem Kackspiel eigentlich? Was funktioniert denn da eigentlich? Der Soundtrack. Das ist bisher das Einzige, was lückenlos funktioniert hat. Aber auch nur der Soundtrack, die Soundeffekte nicht. Da hat man ja auch schon Bug. Ich bin inzwischen auf aberwitzig.com gelandet. Was zum Teufel ist das? Schlechte Witze. Oh, da habe ich heute lange gesucht. Ich wollte ja recherchieren, damit ich bessere Witze bringen kann, aber ich habe nur... Also, da war Google wirklich schon eine Goldgrube. Also ich habe jetzt zum Beispiel... der Vater sagt zum Sohn, Sohn, ich muss dir was sagen, du wurdest adoptiert. Sagt der Sohn, was? Ich will sofort meine echten Eltern kennenlernen. Darauf der Vater, wir sind deine echten Eltern. Jetzt warte ich fertig, du wirst 20 Minuten abgeholt. Der ist okay, okay, ne? Der ist gar nicht so schlecht. Das ist nicht schlecht. Mehr, komm. Ja, schieß ich, raus. Nicht filtern, ist der Gag ja weg. Ich scrolle. Alter, du bist gerade original... Ich glaube, das ist geskriptet. Du bist gerade wirklich... Das ist... Du Stück Scheiße! Hier meckerst du mich an! Ich stand 2 Meter weg vom Ziel! Dann gibst du doch keinen Witz mehr. Kackverkackte Kackkuh! This is the giant lady's finger. Okra Boy. Okra Boy. Oh, crap, kinda boy. Like the town mascot. Okra Boy. You're right. No matter how you look at him, he really is a giant lady's finger. But Patty, there's no okra farm in this town, is there? That's right. Then why did they choose Okra for the town mascot? Good question. He's been here for as long as I can remember. Daddy said he remembers Okra Boy being around when he was a kid, too. The plot thickens. Just eat okra. Mach jetzt einfach. Eat just okra. Let's follow that white glove. Wenn uns das jetzt wieder an den alten Tatort bringt, ne? Achso, okay. Patty, that's it. Wow! Uhrzeit. Nee. Ah. So this used to be the control device for the drawbridge, but it looks like its insides have been replaced with something else. Oh yeah. I remember Daddy telling me about this.
This drawbridge hasn't been used for decades now. So the control room doesn't work, and the power's been disconnected. Zwischen 6 und 23 Uhr. Warum denn überhaupt? Ja. Beim Wer schließt in der Zeit auf und ab? Mhm. Oh, tolles Geräusch. Oh, eine Tür genau aus dem ersten Teil. Ja, ne? A password that requires three letters? Aha. What's this then? There's an H on the top, bottom, and left sides of the leftmost pane. Dann wohl ein O. Was? Keine Ahnung, sowas wie ein H und O Arzt. Ja. Nee, hier. Trial and error won't get us anywhere. Chemie. Letters in the alphabet. Which makes for 17,576 different combinations if we use 76? Mhm. Interessant. Let's try something more efficient. I know that. I was just fiddling with it. So, what do you want to try, Agent York? Just leave this to Zack and I. Zack and I. Okay, wir sollen es wirklich erraten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir müssen es jetzt vorher schon wissen und müssen uns einen Hinweis drauf kriegen. Ja, tatsächlich. Ne? Zack, this password may look complicated at first glance, but you needn't worry. This is a chemical formula. A challenge from Professor R. The H that's tattooed all over the leftmost panel stands for hydrogen. In other words, the leftmost panel represents the molecule you get when three hydrogen atoms merge. All we need to do is figure out which chemicals go in the remaining panel. Try reviewing what we know. We spoke to the 17 comrades who saw the birth of New Orleans, filled the Holy Allah, then found the giant lady's finger pointing toward the entrance to the forbidden. After we met the 17 comrades, we encountered that ominous red tree. There was sap dripping out from the red tree's trunk, wasn't there? That must have been a metaphor for wood vinegar. Then, in order to fill the Holy Allah, we went to the reservoir. The water tower represents a distillator, and the water represents coolant. Wood vinegar, distillator, and water, Zack. Figured it out yet? The chemical formula is CH3OH, methanol. It's got to be COH, starting from the left in that order. Methanol is highly flammable, used as the base ingredient in formaldehyde. This has Professor R's name written all over it. Really sent us on a roundabout mission this time. Ich hab genau gewusst, dass er irgendwann einfach sagt, was es ist. Ich fass es nicht. Das ist jetzt gerade wirklich nicht wirklich passiert, Zack, oder? Start at the left window, then put in C. Alter. Dann hatte ich die richtige Anfangsidee. Oh, ganze Türgriff ausgewechselt. That must be the entrance to the forbidden, Zack. You can't touch that. No. Avery Smith. Draw bridge. Don't work no more. The machine's junk. Yup. You're right, Avery, but don't worry. I got permission to touch it. Out of context. Permission? Agent York, you got permission? That's right. Permission from the President of the United States. The President? Oh, he's a smarty pants. Okay. I didn't see nothing. Yup. Oh, won't tell no one neither. Das war das. Keine Ahnung. Hey, Agent York, are you really going in there? Yes, I have to. For the sake of the investigation. I'm getting kinda scared. That's a rare word to hear coming from your mouth, Patty. I don't see much in there aside from some overgrown weeds, do you? No, that's not it. I'm not scared of the weeds. I'm scared of what you'll find, Agent York. You don't need to worry, Patty. You're my precious assistant, remember?
I promise I'll protect you, no matter what happens. Aber dies und andere Dinge. Müssen wir, erstmal müssen wir irgendwie speichern können. Ich weiß. Eine Uhr, Telefon. Ernsthaft? War ich da vorne irgendwie so ein Wyvern-Ballon? Ja. Ah. Ich könnte jetzt noch eine Gewürze raussuchen. Was für Gewürze? Yummy. Ah. Johanna zum Papa. Ich wünsche mir als Geschenk ein Pony zu Weihnachten. Papa, geht in Ordnung. Johanna? Wirklich, ich liebe dich über alles. Papa, ein Heiligabend. So, Johanna, dein Friseurtermin steht. Naja. Der Friseur war besser, ja. Naja. Das war Pinapelle. Und kriegen wir da irgendwas Gutes? Was, beim Anrufen? Ja. Nö. Nee, nicht gut. Guck mal, Patty, das hier sieht doch... Gott, Patty ist ein Alien. Ja, findest du jetzt noch einen oder machen wir Feierabend? Ich weiß nicht, also hier steht Doktor, Doppelpunkt. Dick sein ist nicht gut für die Gesundheit. Sie sind zu dick. Mann, ich glaube, ich will mir lieber noch eine zweite Meinung. Doktor, Sie sind doch hässlich. Naja. Na. Es wird heute nichts mehr. Gut. Nee. Dann soll es das gewesen sein. Beim nächsten Mal gibt's gehen wir in dieses komische Gebiet, finden wahrscheinlich den toten Vater und die tote Mutter. Das könnte jetzt wieder irgendwie hier kurz spannend werden. Naja, was heißt gespannt? Also, die Eichhörnchen suchen. Wo ist das? Wir wissen beide, dass sie tot sind. Ja, aber damit spielst du ja. Ja, nee, das ist ja durchgekreuzt. Die sind ja tot. Naja, eben. Wir werden davon jetzt ausgehen, aber irgendwas anderes, keine Ahnung. Bin gespannt. Ich bezweifle es. Naja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüss.